Keine Frage, niemand kennt die Zukunft, auch ich nicht, aber ich kann 1 und 1 zusammenzählen und wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, dann komme ich auf die Gleichung, diese Inflation, die jetzt schon begonnen hat, die wird nicht transitory sein, die wird nicht vorübergehend sein. Die Notenbanken können eigentlich auch 1 und 1 zusammenzählen. Das Problem ist, sie wollen es nicht, denn wenn sie 1 und 1 zusammenzählen und merken, diese Inflation ist nicht transitory, dann bedeutet das, dass sie ihr Scheitern eingestehen müssen, dass sie nicht recht hatten, dass sie die Inflation unterschätzt hatten, dass sie die Dinge falsch eingeschätzt haben. Das müssten dann auch die Märkte zur Kenntnis nehmen. Oh, die Notenbanken haben sich geirrt, die sind gar nicht allmächtig, die waren weit hinter der Kurve. Und dann müssten die Notenbanken die ultralaxe Geldpolitik stoppen. Das würde die Finanzmärkte hart treffen. Und wenn es die Finanzmärkte trifft, dann verlieren die Leute auf dem Papier Geld. Das würde die Wirtschaft treffen. Und dann ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Und genau das ist das Problem. Dementsprechend darf nicht sein, was nicht sein soll. Darf also diese Inflation nicht dauerhaft sein, sondern muss transitory sein, weil es eben sonst riesige Probleme gibt. Und warum die Notenbanken irren, das will ich Ihnen, oder wahrscheinlich irren, weil ich auch die Zukunft nicht kenne, aber eben Wahrscheinlichkeiten zu ermessen versuche zumindest, das will ich Ihnen in Folgenden zeigen. Zunächst mal, heute kommen ja die Verbraucherpreise aus den USA, 14.30 Uhr, CNBC mit dem Titel, ja, dieser CPI-Report, der wird wahrscheinlich wieder ziemlich heiß ausfallen und das bringt die Fed natürlich wieder mal in eine gewisse Bedrängnis. Unten sehen Sie diese Grafik, die ich gestern schon gezeigt hatte, dass vor allem die Firmen im Westen leiden unter gestiegenen Inputkosten, weil wahrscheinlich dort, wo viel Produktion ist, die dann in den Westen geliefert wird, nach Europa oder in die USA, man die Dinge bei sich behält, weil eben ohnehin eine Knappheit herrscht. Dann sagt man sich, warum soll ich das exportieren? Kann ich ja selber gut gebrauchen. Das gilt vor allem für China, die wahrscheinlich eine Art China-First-Politik in Reaktion auf Trump, den Trumpschen Handelskrieg jetzt machen. Aber schauen wir uns mal die Erwartung für heute an. Prognose für heute gegenüber dem Vorjahresmonat 5,3%. Letzten Monat 5,4%. Schauen wir uns mal den Vormonat an, dann ist die Erwartung plus 0,4%. Im Vormonat waren es plus 0,5%. In der Kernrate wird erwartet plus 0,3% und 4,2%. Kernrate ohne Nahrung und Energie. Wer braucht schon Nahrung und Energie, meine Damen und Herren? Und wir sehen jetzt ein interessantes Phänomen. Die New York Fed hat gestern die neuesten Daten zu den Inflationserwartungen der Amerikaners veröffentlicht und siehe da, die steigen auf ein neues Allzeithoch, seit man diese Daten erhebt. Da zeigt sich, dass die Leute offenkundig sich nicht eben von diesen Notenbankengeschwätz transitory beirren lassen, sondern ihre Inflationserwartungen sind deutlich gestiegen und das bedeutet, dass die US-Notenbank ja geglaubt hat, wie die EZB nach wie vor glaubt, dass man die Inflationserwartungen steuern könne. Und die Inflationserwartungen wiederum sind für die Notenbanken sehr wichtig. Warum? Weil diese Erwartungen Fakten schaffen, self-fulfilling prophecies sind. Wenn ich Inflation erwarte, dann versuche ich jetzt zu kaufen, weil es wird ja später teurer. Wenn ich Deflation erwarte, versuche ich jetzt nicht zu kaufen, sondern später, weil es später so meine Prognose dann eben günstiger wird. Also befeuert gewissermaßen die Inflationserwartung die Inflation und dementsprechend ist es sehr wichtig für die Notenbanken, diese Inflationserwartung unter Kontrolle zu haben. Aber wir haben jetzt anhand der Daten der New York Fed gesehen, wie hier auch dieser Artikel auf Wall Street Journal klar zeigt, dass die Fed-Offiziellen sich geirrt haben. Sie haben die Inflationserwartungen nicht unter Kontrolle, weil die Leute schlichtweg nicht doof genug sind, sich verarschen zu lassen, auf Deutsch gesagt. Dementsprechend sehen wir, dass hier die Kontrolle verloren gegangen ist und jetzt hat man ein Kontrollproblem, weil man vorher eine Kontrollillusion hatte und da zeigt sich also die nächste ganz herbe Zwickmühle der Notenbanken. Und jetzt schauen Sie sich mal folgende Grafik an. Das ist das globale Exportvolumen, das an Waren verzeichnet wird. Gelb sehen wir das Volumen, also die Stückzahl, wenn man so will, hier im Chart, nicht viel gestiegen, ein bisschen gestiegen. Blau sehen wir den Value dieses Volumens, also den Wert, das nominale
Volumen, könnte man sagen, den Preis dafür. Und wir sehen die Preise massiv nach oben gegangen. Die Werte also sind massiv nach oben gegangen. Das Volumen ist fast gleich geblieben, ein bisschen gestiegen. Und hier sagt Daniel Lacalle, global goods export volumes are recovering to normal trend. Now check the difference between volume and value and tell us that inflation is transitory. Exakt. Wir sehen also hier, dass das zumindest eine sehr radikale Entwicklung ist, die wir derzeit sehen. Mich schreiben, und das ist wirklich ein Glück, dass ich habe sehr viele Leute an, die meine Videos ertragen oder Artikel lesen und sagen, bei mir in der Branche, nix transitory inflation, das und das 150% gestiegen, das 100% gestiegen, weitere Preisanhebungen angekündigt, Lieferzeiten eigentlich sonst normal 6 Wochen, jetzt 9 bis 12 Monate durchschnittlich. Also wenn die Notenbanken mal in die Branchen reinhören würden, sich wirklich dafür interessieren würden, statt ihre Ideologie zu reiten, dann würden sie wahrscheinlich eben auch ein bisschen skeptischer werden. In den USA sehen wir das ein bisschen, auch in der EZB, die Hawks, wie Weidmann, wie Knote, wie Holzmann, die warnen davor, dass möglicherweise diese ganze Geschichte doch nicht transitory ist. Und dann, wie gesagt, dann sitzt man richtig dick in der Patsche. Schauen wir uns dazu mal die Rohstoffpreise an, Bloomberg Commodity Spot Index. Höchster Stand jetzt seit vielen Jahren. Es gab ja kurzfristig mal einen Rückschlag. Jetzt sehen wir auch Öl wieder, Crude Oil bei 71 Dollar. Rohstoffe haben sich erholt. Derzeit der neueste heiße Shit ist Uranium zum Beispiel. Da stürzen sich jetzt die Wall Street Bets Leute drauf. Also GameStop schon wieder out, AMC schon wieder out. Jetzt traden wir Uranium-Aktien. Und das nur ein kleiner Ausschnitt aus diesen Rohstoffen. Aber die Rohstoffpreise sind wieder da, sind wieder gestiegen. Also Inflationsdruck. Jetzt kommt die zweite Geschichte dazu, warum die Notenbanken sich irren. Das ist die sogenannte Lohnpreisspirale oder die sogenannten Zweitrundeneffekte. Hier hat Goldman Sachs jetzt mal gesagt, die Q2 Calls, also praktisch die Earnings Calls, die Conference Calls zwischen den Unternehmen und den Analysten, zum zweiten Quartal. Wir werden ja bald dann auch die Zahlen aus dem dritten Quartal und dann eben auch die Earnings Calls aus dem dritten Quartal bekommen. Da dürfte das Ganze noch deutlich krasser geworden sein. Und hier sagen die Unternehmen in einem Rekordprozentanteil, dass die steigenden Löhne ein echtes Problem sind und damit ein extremes Risiko für die Profite der Unternehmen sind. Steigende Löhne. Wir sehen hier, das sagt praktisch die Hälfte fast der Unternehmen, sagt das, ein deutlicher Anstieg. Und das, wie gesagt, aus dem zweiten Quartal, das dritte Quartal dürfte da noch viel krasser werden. Das heißt, wir sehen klare Anzeichen einer solchen Lohnpreisspirale. Sie wissen, dass in den USA mehr Jobs offen und angeboten sind, als es Arbeitslose gibt. Das ist das große Phänomen, das wir derzeit vor allem erstmal in den USA sehen, das aber hier auch in Europa kommen wird. Also, wir haben nach wie vor hohe Rohstoffkosten, wir haben jetzt steigende Löhne absehbar und wir haben in den USA speziell die Mietkomponente, die jetzt erst beginnt in die Inflationsberechnung reinzufließen. Das sind alles Dinge, die erst ja noch berechnet werden, die erst noch sich ihren Niederschlag finden werden in der Inflationsberechnung. Da hat die Fed bisher systematisch versucht, das ein bisschen klein zu rechnen. Das wird aber nicht mehr lange gelingen. Und die Leute merken, oh, Leben wird teurer, habe ich jetzt echt das Problem. Hier auch diese Fed-Umfrage. Da sagen jetzt inzwischen ein bisschen mehr Leute, okay, es ist so, dass meine finanzielle Situation jetzt schlechter ist als vor einem Jahr. Vorher haben wir gesehen, durch die Helikopterchecks etc. haben die Mehrheit der Leute gesagt, ja, also meine Situation ist jetzt besser geworden. Jetzt beginnt das zu kippen, weil eben die Helikoptergelder nicht mehr fließen, die Unemployment Benefits ausgelaufen sind und jetzt eben die Leute bemerken, oh, die Inflation ist deutlich gestiegen, die Lebensmittelpreise sind teurer, die Hauspreise sind gestiegen, die Mieten steigen und so weiter und so fort. Und jetzt kriegen die natürlich langsam schlechte Laune, weil, wie gesagt, die lassen sich nicht veräppeln. Was hat all das jetzt für Konsequenzen für die Märkte? Werden Sie sich fragen, der Fugmann redet und redet, ja, aber wo ist jetzt einmal die Konsequenz, die praktische Umsetzung? Da ist sie, meine Damen und Herren, Kolanovic, JP Morgan, ein sehr, sehr bekannter Mann. Der hat jetzt gesagt, ja, also es ist jetzt Zeit, Tech zu reduzieren. Tech sind ja
Deflationsassets, also die großen Tech-Werte, während andere, diese Zykliker, sind sogenannte Inflationsassets, die also dann gut laufen, wenn Inflation am Start ist, während Tech meistens gut läuft, wenn eher deflationäre Tendenzen sind. Und hier sagt Kolanovic, reduziert jetzt Tech, weil wir praktisch vor einem neuen Reopening-Trade stehen. Und vielleicht hat er einen Punkt, wenn wir uns mal die Corona-Lage in den USA Hotspots anschauen, die also etwa Louisiana, Florida, wo die Zahlen ja massiv explodiert waren. Hier sehen wir, da gibt es ganz klare Beruhigungszeichen in diesen Corona-Hotspots in den USA. Und wenn wir das mal auf Europa runterbrechen, sehen wir hier Portugal, Italien, Spanien und Frankreich zahlen jeweils rückläufig. In Deutschland ist das auch der Fall, da stagnieren wir derzeit bis leicht rückläufig. Einziges Problem ist nach wie vor Israel, wo selbst die Boosterimpfung, also die dritte Impfung, offenkundig nicht wirklich die Inzidenzen verringert. Im Gegenteil, die sind jetzt nach einem kurzen Rückgang wieder gestiegen und das, obwohl Israel eben eine sehr, sehr hohe Impfquote hat. Aber nochmal zurück jetzt zu diesem Marktgeschehen, Tech. Reopening Trade. Hedge Funds haben jetzt gerade begonnen, das erste Mal wieder netto long zu sein in Tech-Werten. Die waren short und das hat die wahrscheinlich ganz schön gegrillt, weil der Nasdaq ja durchaus sehr gut gelaufen ist. Also das könnte jetzt sozusagen für die Hedgefonds, die eh nicht wirklich gut performen, jetzt der nächste Reinfall werden, dass, wenn Kolanovic recht hat, wenn die Corona-Geschichte sich so langsam beruhigen sollte, dann eben auch diese Reopening-Stories wieder funktionieren dürften. Hier sagt eben JP Morgan, sagt Kolanovic, ja, wir sehen, dass die Delta-Variante jetzt wieder auf dem Rückzug ist global, sodass dann eben dieser Reopening-Reflationstrade wieder beginnen kann und dass sozusagen Bond-Yields und Cyclicals wahrscheinlich, also die Anleiherenditen wie auch zyklische Werte, jetzt wahrscheinlich im letzten Monat ihren Boden gefunden haben. Hier in dieser Grafik, by the way, sehen wir mal den Dow Jones Industrials, also den Dow Jones, wie wir ihn kennen. Und unten sehen wir Dow Jones Transports, also den, wo die Transportwerte drin sind, Fluglinien, Eisenbahn, Schnipp und Schnapp. Und hier sehen wir Transports nach wie vor ziemlich schwach auf der Brust, während der Dow Jones Industrials weiter gestiegen ist, nach Dow Jones Theorie nicht so ein gutes Zeichen. Jetzt kommen wir zu die Europa, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal die Entwicklung der Inflationserwartungen in Europa von Wirtschaftswissenschaftlern. Da ist Deutschland ja mal wieder Europameister und man rechnet damit, dass dann in 2022 diese Inflation wieder deutlich nach unten geht, so zwischen 1 und 2% vielleicht, sogar unter 1%. Ja, da freuen sich die Notenbanken drüber, wenn es so käme, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und zwar aus einem schon sehr, sehr einfachen Grund. Und das will ich Ihnen hier kurz zeigen. Ole Hansen weist darauf hin, dass Europa kurz vor einem Energy Crunch steht, also vor einer Explosion von Energiekosten. Hier sehen wir verschiedene Parameter, etwa Rotterdam Coal, First hier, wir sehen unten German Power Preise, Forward Preise, also praktisch das, was an Strompreisen hier für die Zukunft gehandelt wird, überall massiv steigende Anstiege. Jetzt schauen wir uns zum Beispiel unten in der Grafik mal die globalen Gaspreise an, massiv explodiert. In der Mitte sehen wir die Bevorratung von Gas, wie viel ist in den Lagern, dunkelblau. Wie gesagt, der mittlere Chart, dunkelblau ist das, was in diesem Jahr passiert. Rot ist das, was normal durchschnittlich passiert. Das heißt, die Lager sind nicht gefüllt, die sind fast leer. Wir sehen oben zum Beispiel die holländischen Gaspreise. Wir haben jetzt aus UK zum Beispiel Strom für den nächsten Tag, was man an handeln kann, explodiert geradezu um 400%. Da kommt richtig was auf uns zu. Wie gesagt, der Ölpreis auch wieder gestiegen. Das ist ein maßgeblicher Treiber der Inflation, war auch schon in Europa ein maßgeblicher Treiber der Inflation in den letzten Monaten. Und das wird neben dem Arbeitsmarkt, neben den weiter anhaltenden Lieferkettenproblemen, die weiter inflationären Druck ausüben, weil es eben zu wenig Angebot für eine Nachfrage gibt, wird das letztendlich dazu führen, dass die Notenbanken irren. Das ist meine Sicht der Dinge. Jedenfalls würde ich mich nicht als Notenbanker hinstellen und sagen, ja, also wie Frau Schnabel, macht euch mal locker. Ist doch gut, wenn ein bisschen Inflation ist, gäbe nächstes Jahr geht die eh zurück. Frau Schnabel, das kann Ihnen noch ganz, ganz böse auf die Füße fallen. Wenn Sie wissen wollen, ob eigentlich die Aktienmärkte fair bepreist sind, dann empfehle ich den Artikel von Wolfgang Müller,
Wirtschaftsabschwächung, ist das wirklich in die Aktienmärkte schon eingepreist? Und wir sehen hier mal S&P zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen 7% gewonnen, Dow Jones 2,5%, Nasdaq, großer Gewinner, 8,6%. Und damit kommen wir wieder zu dieser ganzen Kolarovic-Reopening-Trade-Geschichte. Zeit jetzt hier rauszugehen, schauen wir uns mal die großen Aktien an. Apple 16% plus, Microsoft ebenfalls, Amazon schwächer wegen den Zahlen, Alphabet 27, Facebook 25, also hier diese totale Outperformance. Und wenn jetzt sozusagen dieser Reopening Trade wiederkommt, die Zykliker steigen, und das waren ja die meisten Aktien, sind ja gar nicht gestiegen, obwohl die Indizes neue Allzeithochs erreicht haben, sondern es sind die großen Tech-Werte gestiegen, die dann die Indizes mit nach oben gezogen haben. Wenn die jetzt nicht mehr steigen, sondern möglicherweise fallen, dagegen die Zykliker steigen, dann kann es sein, dass die Indizes trotzdem fallen, obwohl die meisten Aktien steigen, aber die wenigen großen, schweren Aktien eben nicht steigen. Das ist das Paradoxe an der aktuellen Situation. 14:30, meine Damen und Herren, heute der absolute Hingucker, US-Verbraucherpreise bei finanzmarktwelt.de. Und jetzt hier, gleich nach dem Video, meine Damen und Herren, Hausaufgabe für heute, na, da bin ich streng, sofort den Artikel von Wolfgang Müller lesen. Ist eine Wirtschaftsabschwächung wirklich eingepreist? Also, meine Damen und Herren, ich sage Servus und ciao.